Warte, war da nicht so ein... Ja, ich wusste es doch. So ein Wichser war da. Mich gerade so wieder daran erinnert. Ich bin gerade gestorben, aber ich bin noch nicht komplett tot. Hier kommen wir keine Stückchen nur. Geschafft. Ach da, oh, sehe ich doch, was Schönes. Voll Abzeichen. Da gibt es noch eine schwierigere, glaube ich. Das war ja, es gibt noch eine schwierigere hier. Euch lasse ich mal in Ruhe. Komponente D. Ich meine nicht den. Ich höre erstmal dieses Abzeichen da vorne. Sehen wir Truhen. Nope. Ja, kein Problem. Kein Problem. Fortsetzen. Der Kopf eigentlich ab, verdammte Scheiße. Ja, wieso kann ich den Kopf nicht angreifen? Ja, komm, so geht's schneller. Schön mal. Okay. Ich nehme den anderen Weg. Ja, ich glaube, ich werde alle Bosse hier bekommen. Man sieht ja, man muss wirklich nicht alle Bosse, aber ich mache wirklich alle. Ich sehe die riesigen Herzlosen. Ja, geht klar, aber... Okay, ich weiß, wo dieser Typ ist. Da ist er ja. Okay.
spiel ich. Ja, 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 ja. Scheiß Schwert. Wie ihr seht, der Trick, wie ich bei Schloss des Biestes gemacht habe, bei dem Boss, funktioniert hier, nachdem er diesen Angriff gemacht hat, schnell in den Kreis springen, aber abhauen, weil er dann diese Behindertattacke macht. Ich glaube, ich werde das nicht mehr schaffen, weil ich zu lange gezögert habe. Sag ich ja. Wir suchen mal erstmal alle Schatztruhen. Da hinten ist eine. Echt mal einen Gefallen tun, dich da irgendwie festhalten oder so. Dann besiege dich hier. Das perfekte Feld für ihn. Also dieses Feld ist gut für ihn, also ihn zu besiegen, kann ich mal sagen. Hier hat er nicht so viel Freiraum, hier ist er eher eingeengt. Gewonnen. Ja, manchmal egal. Potion. Das wusste ich nicht. Ja, das wusste ich jetzt echt nicht, egal. Wenigstens habe ich das jetzt gefunden dann.
Okay, der letzte Boss ist dann da drin. Okay, das muss mir dann komplett bringen. Okay, ist die letzte Truhe hier. Anscheinend nicht, okay. Hoffen wir, dass es dann da ist. Nein, hier ist es nicht. Der müsste bald sterben. Oder ich sterbe. Weil ich so dämlich war und die Attacke so oft benutzt habe. Wen greifst du eigentlich da an? Wenn ich fragen darf. Okay, mir ist eigentlich das auch total egal. Haha, wollte ich mich nur mit der Zunge angreifen? Ich habe mehr als 6 besiegt bisher, oder nicht? Ich will trotzdem wissen, wo die letzte Truhe ist. Wenn die nicht hier ist, wo ist sie dann? Wo ist sie dann? Wenn das einer meiner Zuschauer weiß, bitte sagen. Wo kann die letzte Truhe sein? Ich hab da alles geholt. Oder warte mal. Was sehe ich da? Wo ist der letzte Herzlose? Ich weiß nicht, wo der ist, dann suche ich den auch nicht. Ja. Ich habe auch mehr als 6 besiegt, oder nicht? Ob Shion und die anderen wohl zurück sind?
Eher nicht. Was hast du dazu zu sagen, Axel? Ich habe sie nicht gehen lassen. Der Alte sollte zum Augenarzt. Sie wollte einfach nicht hören. Er hat schon recht, wir können ihm nicht die Schuld geben, denn ich konnte sie auch nicht aufhalten. Und jetzt sitzen wir mit dem, den wir nicht gebrochen können. Das war kalt. Was soll das alles? Wo ist Shion? Sie ist davongeflogen. Der Rotschopf hier konnte sich nicht überwinden, ihr die Flügel zu stutzen. Axel, er macht Witze, oder? Nee. Von wegen, dein Freund hat Däumchen gedreht, während Shion abgehauen ist. Ich gehe jetzt zurück auf mein Zimmer. Was ist da draußen passiert? Gar nichts. Shion ist weg und du sagst gar nichts? Es ist genau wie Sigmar gesagt hat, ich konnte sie nicht aufhalten. Hör auf damit, warum nicht? Er hat dich durchschaut, Axel. Roxas, Shion ist wie ein Spiegel, der dich reflektiert. Was? Die Organisation hat sie dazu geschaffen, deine Kräfte zu duplizieren. Sie ist eine Puppe. Bist du verrückt geworden? Shion ist eine Person, keine Puppe. Sie ist einfach nur ein Spiegel, Roxas. Und als ich in den Spiegel geblickt habe, habe ich nicht dich gesehen. Ich weiß nicht, was du meinst, aber Shion ist Shion. Wie kommst du darauf, dass sie sich in mich verwandelt? Das meine ich nicht, Roxas. Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand den Spiegel zerbrechen musste. Du meinst, bis jemand sie tötet? Antworte mir! Roxas, wenn niemand das tut, dann wirst du... Du wirst nicht mehr du selbst sein. Ich werde immer ich selbst sein, dein bester Freund, genau wie Shion. Er ist in der Zwickmühle. Roxas, du verstehst nicht den Zusammenhang. Du verstehst gar nichts. Oh, vergiss es. Roxas. Wir sind jetzt... Warum kannst du nicht verstehen? Wieso kannst du mich nicht verstehen? Riku! Hast du die Antwort gefunden? Ja, hab ich. Ich bin kurz davor, alles zu verlieren. Das kann ich nicht zulassen. Sag mir, was ich tun soll. Geh nach Twilight Town. Dort findest du ein Mädchen namens Namine. Namine? Wie hieß sie so? Das wirst du schon sehen. Du wirst kein Problem haben, sie aufzuspüren. Okay, danke, Riku. Auf Wiedersehen. Wieso wandert eigentlich Riku Gossett in das Schloss des Priesters rum, also in dieser Welt? Noch ein Orikalkum, okay. Tag 354. Die Wahrheit. Ach, DMX. Den habe ich lange nicht mehr gesehen, wenn ich gerade so bedenke. Wo war er die ganze Zeit? Richtig leer hier. Ach, Shion ist schon wieder verschwunden. Das erfahren wir im nächsten Part.